Für Schoko-Fans sind diese Nougat-Kipferl das Highlight auf dem Plätzchenteller. Denn nicht nur das Gebäck, sondern auch die hellen und dunklen Spitzen sind schokoladiger Genuss. Doro Wilhelm kreiert für ihren Foodblog Kochgehilfin gerne Neues. Die Kipferl aber sind ein altes Familienrezept. Also die Nougat-Kipferl sind für mich der Inbegriff von Weihnachten. Wenn ich die esse, dann weiß ich, jetzt ist es soweit. Die macht meine Mama schon, seit ich ganz klein bin, und die erinnert mich immer an meine Kindheit. Und ich bin auch als Kind in meinen Keller gelaufen und habe heimlich die Keksdose leer gefuttert. Für ca. 50 Kipferl braucht man 2 Eier, 100 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, 200 Gramm Nougat, 100 Gramm Butter, 350 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und je 150 Gramm Zartbitter und weiße Kuvertüre zum Verzieren. Als erstes gibt Doro die Butter, die mindestens Zimmertemperatur haben sollte, in eine Rührschüssel. Das Gleiche gilt natürlich jetzt auch für die Nougatmasse. Die sollte auch am besten Zimmertemperatur haben oder sogar noch ein bisschen wärmer sein. Das heißt, ich gebe die immer in die Mikrowelle, dass sie ein bisschen schmilzt. Man kann sie aber auch alternativ in den Backofen kurz geben. Damit das Nougat nicht krisselig wird, darf es aber nur 1 bis 2 Minuten bei niedrigster Stufe in die Mikrowelle. Es sollte dabei nicht flüssig, aber schön cremig werden. So kann es Doro gut mit der Butter vermischen. Danach kommen noch etwas Salz für den intensiveren Geschmack, der Puderzucker, der Vanillezucker und die 2 Eier in die Schüssel. Das alles verrührt Doro jetzt so lange mit dem Handmixer, bis sich eine schöne lockere Masse gebildet hat. Also die Masse wird nicht komplett richtig schaumig, aber es soll halt alles gut schön verrührt sein, dass halt keine Butterklümpchen oder Nougatklümpchen mehr drin sind. Das ist wirklich eine schöne, durchgerührte Masse ist. Jetzt kommen noch das Mehl und der halbe Teelöffel Backpulver dazu. Doro knetet nun mit den Händen weiter. Das bringt nicht nur ein besseres Gefühl für den Teig, sondern hat auch andere Vorteile. Und am besten kann man den Teig einfach kneten mit den Händen. Dann ist die Masse auch ein bisschen warm durch die Körperwärme und man kann den richtig durchkneten. Mit dem Mixer geht es natürlich nur bedingt. Fertig ist der Teig, wenn er nicht mehr an den Händen klebt und sich daraus eine schöne Kugel formen lässt. Die wickelt Doro dann in eine Frischhaltefolie, denn der Teig kommt jetzt für circa eine Stunde in den Kühlschrank, weil er ja durch das Kneten so ein bisschen warm geworden ist. Und wenn er eine Stunde im Kühlschrank war, dann lassen sich da schöne Kipferl draus formen. In der Zwischenzeit legt Doro 2 Bleche mit Backpapier aus. Hat der Teig genug geruht, dann kann es losgehen. Pro Kipferl nimmt sie eine kleine Kugel Teig. Also von der Größe her kann man die natürlich ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer machen, wie man das möchte. Ich finde es ganz schön, wenn die nicht so riesig sind, weil dann kann man natürlich auch mehr davon essen. Um Kipferl zu formen, gibt es viele Möglichkeiten. Doro rollt jedes einzeln in der Hand. Erst zur Kugel, danach länglich zum Kipferl. Ja, die Technik für die Kipferl habe ich tatsächlich erprobt und getestet, was denn am besten funktioniert. Und diese Technik hat dann eigentlich am besten funktioniert, weil dann die Kipferl nicht im Backofen brechen und immer noch schön ihre Form behalten. Im vorgeheizten Backofen werden die Plätzchen nun bei 190 Grad Ober-Unterhitze gebacken. Ein Blech nach dem anderen, circa 10 bis 12 Minuten lang. Bevor Doro sie dann weiterverarbeiten kann, müssen sie aber erst auskühlen. Zeit genug, um die Kuvertüre zum Verzieren zu schmelzen. Das funktioniert am besten im Wasserbad. Doch Vorsicht, auch hier kann was schiefgehen. Also beim Wasserbad ist wichtig, dass kein Wasser in die Schokolade reinkommt, weil sonst flockt die Schokolade aus. Und mir ist das tatsächlich auch selber schon passiert. Und dann musste ich die ganze Kuvertüre wegschmeißen. Ist die Schokolade schön flüssig, geht es ans Verzieren der Plätzchen. Dazu taucht Doro die Spitzen der Nougat-Kipferl nacheinander in die weiße und die dunkle Kuvertüre. Eine Deko-Idee, die sie sich selbst ausgedacht hat.
Also man kann natürlich auch nur eine Schokoladensorte nehmen zum Verzieren, wenn man es ein bisschen schneller und einfacher haben möchte. Aber ich persönlich finde, dass es sich mit zwei Farben einfach schöner aussieht und auch ein bisschen leckerer schmeckt. Die restliche Schokolade kann dann übrigens wieder getrocknet und für weiteres Gebäck verwendet werden. So, jetzt sind die Nougat-Kipferl auch schon fast fertig. Nur noch die Schokolade muss trocknen und dann kann man sie auch schon in Plätzchendosen füllen. Und als Tipp, dann sollte man sie auf jeden Fall gut verstecken, damit bis Weihnachten auch noch was da ist. Und wer mit dem Naschen nicht warten möchte, der kann die Kipferl auch ganz einfach ein zweites Mal backen.